So, hallo, ich bin die Alexa. Neben mir steht Alex und heute wollten wir euch ein bisschen zeigen, wie es aussieht mit den neuen Champions-Punkten. Denn da hat sich einiges geändert, würde ich mal sagen. Und zwar sieht es nämlich jetzt so aus. Wir haben immer noch grün, blau und rot. Allerdings sind die Champions-Punkte nun etwas anders verteilt. So, der grüne Baum befasst sich jetzt hauptsächlich nicht mehr wie vorher mit Kostenreduktion bei zum Teil bei Ausdauer, beim Dodgen, Schleichen oder so. Und teilweise Sachen, die ihr vorher durch genügend Champions-Punkten dem einzelnen Sternbild freigeschaltet habt, müsst ihr jetzt hier aktiv freischalten. Da gibt es zum Beispiel, dass ihr mehr Gold finden könnt, weniger Gold für Reparaturen habt, dass ihr auch mehr Gold finden könnt, dass ihr schneller euren Fisch zum Beispiel aus dem Fischgrund ziehen könnt oder dass ihr auch eine höhere Chance habt für seltene Fische, was zum Beispiel praktisch ist beim Meisterangler. Auch zum Beispiel Sachen wie vorher der Meistersammler, dass ihr schneller Ressourcen abbaut, gibt es jetzt in einem extra Punkt, den man dann noch slotten muss. Das erklären wir euch aber später. Der blaue Baum ist nicht wie vorher nur für Damage-Dealer und Heiler da. Der blaue Baum ist jetzt umgearbeitet hauptsächlich und es befasst sich mit allen drei Kategorien. Der linke Bereich etwa am Stab ist hauptsächlich für Heiler, erhöhte Heilung, Heilflächen und so weiter. Der Kopf ist etwas Damage allgemein, würde ich gerade mal sagen. Die rechte Hand hauptsächlich befasst sich mit Einzelschaden, das was vorher, wie man sie auch schon vorher kannte, nur hier in abgeschwächter Form zum Teil. Da es nur noch 10% gibt, zum Beispiel und keine 25% mehr. Was auf eher dem Körper zu finden ist, das sind Resistenzen. Was vorher hauptsächlich rot war, ist jetzt auch hier zu finden. Ja, und wie ihr auch sehen könnt, gibt es auch lilane Sterne. In diese kann man nämlich hineinzoomen und dort auch noch slotten. Das Wichtige ist hierbei, um hier in den Arm zum Beispiel zu kommen oder hinunter in den Körper, müsst ihr mindestens 10 Punkte reinscrollen. Das kann ich euch mal kurz demonstrieren. Ich nehme jetzt hier die Punkte weg. Hier gibt es jetzt auch inzwischen einzelne Stufen. Man braucht mindestens eine Stufe bei den Champion-Punkten, damit dieses auch aktiv wird. Es geht also nicht, wenn ich jetzt hier 10 Punkte drin, wenn ich nur 9 Punkte drin habe, steht dort auch erhaltene Heilung 0. Ich muss erst 10 Punkte reinpacken, damit der erste Perk aktiv wird. So, habe ich jetzt 0 Punkte hier drin, kann man sehen, dass auf einmal alle Dinger hier wieder raus sind. Man muss also mindestens in diesen zoombaren Sternen einen Punkt reinsetzen, um hier unten weitermachen zu können. Das ist sehr wichtig, weil man nämlich jetzt auch bedenken muss, wo man sich die Champions-Punkte verteilt. Man kann jetzt nicht einfach alles auf DPS packen. Man muss auch schauen, dass man ein bisschen auf Resistenzen geht, um einfach nicht zu schnell umzufallen. So, und mir eine Erklärung. Es gibt noch unterschiedliche Champions-Punkten. Alexa hat euch eben die nochmal, wo ein Sternbild drin sind, erklärt. Dann gibt es noch diese goldenen Sterne, die so etwas leicht leuchten. Und es gibt diese großen blauen, wie ihr seht. Die goldenen sind immer aktive. Das heißt, wenn ihr dort Punkte reinsetzt, bleibt euch das permanent aktiv. Dann die helleren blauen, diese müsst ihr slotten. Was bedeutet, ihr müsst diese nehmen und oben in die Leiste ziehen. Wenn ihr sie in die Leiste gezogen habt, haben die da so dieses Sternzeichen-Symbol auf sich. Hier ist es so, wenn ihr jetzt denkt, ihr braucht alle 3600 Champions-Punkte, nein, denn ihr könnt ja auch nicht alles Sterne slotten. Das heißt, ihr könnt vier slotten, teilweise ist dadurch das Skillen von manchen unnötig oder es erleichtert euch nur, falls ihr mal da euch am Kampf anpassen wollt. Und diese zum Beispiel schneller zu tauschen, ohne dass ihr euch da umskillen müsst direkt, weil ihr sie nur rausnehmen müsst und die anderen reinziehen. Die lilanen Sterne, die gibt es übrigens aktuell nur bei Blau. Nee, bei Grün und Rot gibt es diese nicht. Ja, denn sobald man hier den Punkt reinsetzt, ist er auch aktiv. Das kann man an diesem Icon erkennen.
So, und dadurch, dass man halt nur 4 slotten kann, muss man sich genau überlegen, was man jetzt machen möchte. Noch dazu, jedes Mal muss man es auch hier unten, wie ihr seht, bestätigen, aber das kostet kein Geld. Das heißt, die 4 Punkte, die man rein und rauspacken kann, kann man immer wieder frei und kostenlos zum Glück ändern. Hier im roten Baum habt ihr jetzt neu zum Teil Leben, Regeneration, auch Regeneration, die sich zum Beispiel darauf ziehen, wenn ihr unter Maskenkontrolle leidet, also sprich gezählt wird, oder auch immun gegen CC seid. Ihr könnt Reduktion für Schildstöße verringern, was vielleicht eher für Tanks noch interessant ist. Oder auch vielleicht PvP, den Schaden, den ihr mit Schildstößen macht. Das Sprinten, Kostenreduktion beim Sprinten, das Lauftempo erhöhen, sowas beim Sprinten. Auch hier gibt es immer wieder diese Unterteilung, wenn ihr immun seid gegen Massenkontrolle oder wenn ihr nicht immun seid gegen Massenkontrolle. Es gibt auch hier noch einen Punkt, dass ihr 33% schneller retzen könnt. Könnte für Raids ganz interessant sein, wenn man noch nicht so gut aufgestellt ist oder da noch viel am Üben ist. Verringert auch die Statuseffekte von Kampffähigkeiten. Ich denke, dieser Baum richtet sich sehr viel auch vielleicht an Tanks und dann denke ich auch sehr stark ins PvP. Da dort ja Massenkontrolle, Immunitäten und so eine größere Rolle spielen, als es die meistens im PvE tun. Ja, und was vielleicht noch erwähnenswert wäre, und zwar, wie ihr seht, gibt es in vielen CPs Stufen. Größere, kleinere, aber es gibt auch manche CPs, die sehr gut sind, aber wo ihr leider, wie hier mit dem Wiederbeleben, volle 50 Punkte reinpacken müsst, bevor ihr ihn überhaupt aktivieren könnt. Und dann dazu sind es meistens von diesen 50 Punkten Sternen auch noch welche, die ihr slotten müsst. Also hier müsst ihr auch etwas nachschauen. So, das war jetzt eine kleine Info, die wir euch ein bisschen näher bringen wollten, bevor das Update am 5. März online geht. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Danke Alex, dass du da warst. Sehr gerne. Und ja, dann vielleicht bis nächstes Mal.